Hallo, hier ist Friederike von The Joy of Syntax and English in Color. Ja, die Schüler sind zu Hause, Schüler und Schülerinnen sind zu Hause und sollen zu Hause arbeiten. Und ja, das kann ja ganz gemütlich sein, Störfaktor Schule ist dann schon mal weg. Aber was ich sehe, also ich übersehe da ein paar Fälle, und da werden die Kinder, also die Schülerinnen und Schüler, wirklich zugespammt mit Hausaufgaben, die zum Teil für sie alleine nicht machbar sind. Also es arbeiten ja auch einige Eltern zu Hause, die müssen dann Homeoffice machen. Und viele Eltern können ja auch nicht unbedingt Mathe und Englisch und Deutsch auf dem Niveau, wo das dann in der Schule verlangt wird. Also jedenfalls nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Und dann sitzen die Kinder mit Hausaufgaben. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine Mutter hat mir mal gezeigt, was ihr Sohn machen soll. Der Sohn ist im 7. Schuljahr, hat jetzt also gerade mal 2,5 Jahre Schulenglisch. Und wir wissen ja, dass das nicht so viel ist. Die Bedingungen sind dann ja auch denkbar schlecht. Und dann haben die bis jetzt also nur aus dem Schulbuch gearbeitet und haben jetzt auf einmal ein ganzes Buch bekommen. Und das ist ein kurzes Buch von Klett. Und damit sind verschiedene Sachen, die mich richtig ärgern. Erstmal ist das Buch, ich weiß nicht, ob es Cornelius oder Klett ist, das ist auf jeden Fall auf Englisch geschrieben, aber nicht von einem Native Speaker. Und hier und da sieht man das, da klingt das nicht authentisch. Dann ist es eine Geschichte, die von einem deutschen Jungen handelt, der nach Amerika geht, aber es ist im britischen Englisch geschrieben, das finde ich auch schon mal blöd. Aber das sind ja noch kleine Nebensächlichkeiten. Aber die Geschichte ist im Ganzen zu lang für jemanden im 7. Schuljahr, der damit alleine konfrontiert ist. Und zu jedem Kapitel gibt es Fragen, die beantworten sollen. Und dann sogar Creative Writing Exercises, die machen sollen. Ich gebe mal ein Beispiel. Da kommt vor, dass jemand Fernsehnachrichten hört. Und da werden drei Sätze gegeben. Und dann sollen die Kinder im Nachrichtenstil den Bericht fertig schreiben. Also das könnte ja jetzt wohl, könnten viele Erwachsene nicht. Nachrichtenstil ist ein ganz besonderer Stil. Journalisten gehen dafür auf die Lehrbank und dann soll ein Schüler im 7. Schuljahr, der noch überhaupt nicht wirklich frei schreiben kann, im Nachrichtenstil einen Bericht fertig schreiben. Also da denkt man doch nur, hallo. Also die Aufgaben, die ich da vorschlage, wenn der Text nicht zu schwierig ist, dann kann man den Schülern sagen, finde mal, wo über dieses Thema gesprochen wird und unterstreiche die Sätze, die folgende Frage beantworten. Aber Kinder im 7. Schuljahr können noch nicht frei schreiben. Dabei kommt nur Blödsinn bei raus. Und das Schlimme ist, dass es nicht nur Zeitverschwendung und Blödsinn ist, sondern es ist lästiger Blödsinn, also schädlicher Blödsinn. Wenn wir was mit der Hand schreiben, prägen wir uns das sehr ein. Wenn wir also frei Blödsinn schreiben, prägen wir uns Blödsinn ein. Und dann kommt in dieses Unterbewusstsein ein Denglisch. Und das kriegt man ganz, ganz schwer wieder raus. Also die Regel Nummer eins ist, man muss den Schülern und Schülerinnen angemessenen Input geben, also sprachlich authentischen Input, der ihrer Stufe, also ihrer Entwicklungsstufe entspricht. Und es muss möglichst interessant für die Schüler sein. Und dann dürfen keine Lückentexte aufgegeben werden und es darf keine Creative Writing, also kein freies Schreiben aufgegeben werden. Schreiben ist eine hohe Kunst und ein Handwerk und das lernt man mit und mit. Und man lernt es nicht, indem man einfach ein paar Wörter an den Kopf geklatscht kriegt und dann frei schreiben soll, weil man dann die wenigen englischen Wörter, die zu oft dann auch noch falsch ausgesprochen werden, in eine deutsche Matrix quetscht. Also ich bin da so entsetzt, was da passiert. Also das ist einfach furchtbar. Ich finde, dass diese besondere Zeit jetzt wirklich genutzt werden muss, damit wir zur Besinnung kommen, damit wir uns in Liebe verbinden, denn das kann man auch, wenn man sich nicht berührt. Und man kann selbstverständlich jetzt den Menschen beibringen, wie sie eigenständig mit dem Internet sinnvoll lernen. Davon rede ich ja schon immer. Jetzt langsam interessieren sich auch Leute dafür, die sich vorher nicht dafür interessiert haben. Und das Schwierige ist, dass ja jetzt auf einmal Lehrer und Lehrerinnen überfordert sind. Die sind das nicht gewöhnt, Online-Unterricht zu machen. Und dann klatschen sie die Kinder einfach zu mit solchen
Ausfüllaufgaben. Und das geht nicht. Das ist einfach ungerecht. Wenn man keine sinnvolle Aufgabe für jemanden hat, dann soll man ihnen gar keine Aufgabe geben. Aber es ist jetzt ein ziemlich ärgerliches Video und es ist vielleicht nicht gut, so Ärger in die Welt zu schicken. Aber ich poste das jetzt einfach mal. Man kann diese Zeit sinnvoll nutzen. Und ja, was soll man den Eltern sagen, wenn die kein Englisch können? Also ich kann nur raten, die Hausaufgabe nicht zu machen. Und sonst, wenn die Eltern Englisch können oder Leute haben, die Englisch können, dann empfehle ich Folgendes. Sorgt dafür, dass das Kind ein Audio bekommt zum Text, ein authentisches Audio, ein richtig korrekt gelesenes Audio. Und nein, die meisten Deutschen können nicht aus dem Stegreif raus einen englischen Text lesen. Da machen sie meistens scheußliche Aussprachefehler. Also bitte online gucken, ob es von Native Speakern gelesene Versionen gibt. Und dann immer diesen Text hören. Versuchen, sich nicht aufzuregen, wenn man eine Vokabel nicht kann. Und dann würde ich die Hausaufgaben tatsächlich von jemandem schreiben lassen, der die schreiben kann, und mir dann diese Version angucken. Und wenn man das nicht hat, diesen Luxus, dann einfach nur den Text verdauen und Vokabeln bitte nie als Vokabelliste lernen, sondern immer nur im Kontext. Also wenn man eine Vokabel hat und keinen Kontext hat, dann kann man auf diese kostenfrei verfügbaren Lexika gehen. Ich werde in die Infobox zwei gute Lexika verlinken, eins von Merriam-Webster und eins von Oxford. Die sind hervorragend, weil die eben auch die Vokabeln immer, da haben sie eine Sprachausgabe und die haben sehr gute Beispiele. Und dann kann man sich einen Satz, den man schön findet, abschreiben in so einem Journal. Ich empfehle immer, dass die Leute irgendwie so eine Art Journal haben. Sowas hier muss nicht großartig hübsch sein. Kann hübsch sein, wenn man da Freude dran hat, und sonst einfach nur so eine Kladde, in die man ordentlich Sätze abschreibt, die man gut findet, die korrekt sind. Ja, dann noch ein anderer guter Tipp ist, wenn man einen Text hat, der wirklich authentisches Englisch enthält, dann kann man zum Beispiel einen Satz, den man schön findet oder sinnvoll findet, ins Deutsche übersetzen und dann das Original zuhalten und den deutschen Text wieder zurück ins Englische übersetzen und dabei sicherstellen, dass man wirklich das Original findet. Natürlich gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, etwas auszudrücken, aber wenn man eine Sprache neu lernt, dann kennt man die ja nicht. Und deswegen geht man zurück in das authentische Original. Und bei diesem Hin- und Her-Übersetzen lernt man auch die Unterschiede zwischen den englischen und deutschen Strukturen kennen oder auch die Ähnlichkeiten. Und dann findet man diesen englischen Satz wieder und lernt ihn auf diese Weise organisch auswendig. Und wenn man das regelmäßig macht, kriegt man so ein Gefühl für die Struktur der englischen Sprache. Ja, also sorgt dafür, dass eure Kinder nicht überlastet sind. Kinder, die sich überwältigt fühlen, sind nicht motiviert. Und dann machen sie ihre Aufgaben nicht oder sie machen sie nicht ordentlich. Und die Zeit, die sie damit verbringen, unordentlich und freudlos Hausaufgaben zu machen, geht ihnen verloren für das sinnvolle Lernen, das freudige Lernen. Lernen macht Spaß. Und wenn Kinder nicht lernen, dann macht es ihnen keinen Spaß, dann muss man sie motivieren. Und ja, natürlich werden sie auch durch viele Dinge abgelenkt und sowas. Aber man darf nicht einfach sagen, Kinder sind faul, das stimmt nicht, sie sind unmotiviert. Und zum Teil gibt es schon Lernblockaden, die so eine Art Lerntraumata sind. Und da muss man gucken, wo kommt das her. Und ja, Lehrerinnen und Lehrer sind heutzutage auch überfordert. Es ist einfach zu viel, wenn man 25 oder 30 Kinder unter den heutigen Bedingungen in einer Klasse hat. Das geht gar nicht eigentlich. Da kann man ja nur Dompteur sein. Ja, also ich finde, wir müssen was ändern. Das System, so wie es ist, macht alle Menschen krank und vor allen Dingen hetzt es auch alle Menschen gegeneinander auf. Die Mehrheit der Lehrer, Eltern und Schüler sind nett und lieb und wollen eigentlich das Beste für jeden. Und durch dieses System, wo jeder Druck hat, werden sie gegeneinander aufgehetzt. Und das finde ich ganz, ganz schade. Ja, also unterstützt euch gegenseitig. Und wenn ihr mit einer Hausaufgabe Schwierigkeiten habt, jetzt war ich super sauer, weil ich den Druck gesehen habe, den da
diese Mutter und das Kind empfunden haben. Und da ist erstmal mein Temperament mit mir durchgegangen. Aber es ist eigentlich auch wichtig, eben dann die Lehrer nicht anzumotzen, sondern einfach wirklich liebes Feedback zu geben. Schreibt und sagt, ich komme damit nicht zurecht, ich verstehe das nicht, das ist mir noch zu schwer. Und dann, liebe Lehrerinnen und Lehrer, hört das nicht als Kritik, sondern als Hilfeschrei. Man kann wunderbar online unterrichten. Ich mache das schon länger. Es geht wunderbar. Man kann eigentlich in vieler Hinsicht besser unterrichten. Wenn man nämlich 30 Leute stillhalten soll, dann geht ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Energie in dieses, ja, in dieses Management vom Klassenraum. Und wenn das wegfällt und man einfach nur in den Austausch gehen kann, das ist was ganz Wunderbares. Okay, jetzt höre ich auf. Falls ihr Hilfe haben wollt, ich biete natürlich Aussprache, Satzbau, Zeiten, Textanalyse und Textkomposition an. Ich mache allerdings Textanalyse und Textkomposition nur mit Menschen, die ich durch die drei Grundsäulen von Englisch geführt habe, weil man ohne diese Grundsäulen nicht kognitiv arbeiten kann. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag, seid lieb zueinander und versucht, diese Zeit gut zu nutzen. Und im Zweifelsfall ist es super, wenn man sich über YouTube oder Netflix, was auch immer, Filme anguckt, die man spannend findet. Man muss nicht jedes Jahr, nicht jedes Wort verstehen. Es ist zum Beispiel auch super, wenn man einen Film schon mal auf Deutsch geschaut hat und den interessant findet, den dann 10-mal hintereinander zu gucken. Ich meine, das liegt meistens Mädels mehr als Jungs. Aber es gibt so ein paar Klassiker, die auch Jungs gerne mehr als einmal sehen. Ja, das empfehle ich sehr. Also guckt euch Dinge auf YouTube an oder wenn ihr Mathe zum Beispiel interessant findet, schaut doch mal, ob ihr nicht ein Mathe-Video auf Englisch findet über ein Thema, was ihr schon beherrscht. Oder ja, irgendwas, sucht euch was, was euch sowieso gefällt und interessiert und versucht das auf Englisch anzugucken. Wenn ihr Tiere schön findet, dann schaut Tiersendungen. Ja, es gibt so ganz süße Sendungen über australische Fledermäuse oder Haifische. Es gibt ganz wunderbare Naturvideos auf YouTube, auf Englisch. Also da gibt es für jeden Geschmack was. Und ja, Sesamstraße gucken ist auch ganz gut, wenn man das mag. Als mögen ja oft pubertierende Menschen dann nicht mehr. Als mag man als Kind und man mag es manchmal wieder als Erwachsener. Aber als Jugendlicher ist das natürlich speziell. Ja, Kinderbücher sind super, wenn ihr Bilderbücher angucken mögt, Kinderbücher angucken mögt, damit lernen die Kleinen ihre Muttersprache. Das ist natürlich auch super Material für Erwachsene oder Heranwachsende. Nur, wie gesagt, hat man da dann das Problem, dass die gerade in so einer Altersphase sind, wo das dann nicht gut ist. Okay, alles Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss!